Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem Kanal. Heute machen wir kein Dies-Das-Video, kein Ernte-Video, kein Pikier-Video und auch kein Gartenrundgang. Nein, wir sind dabei bei der Kaktus-An-Challenge der Konrad Gerke vom Freizeit-Idyll in Schwerin am See. Der hat den Dog aufgerufen, dass er mitmachen soll bei der Kaktus-An-Challenge. Ich bin natürlich so frei, ich mache das auch. Und ich hatte noch ein paar Pflanzen, die sind noch gar nicht pikiert gewesen. Die hatte ich Anfang des Jahres, im Februar, hatte ich die auflaufen lassen. Und die brauche ich nicht mehr, die müssten jetzt irgendwie weg zum Kompost. Und dann habe ich mir gedacht, auf dem Rückweg bringe ich dann immer noch mal 60 Liter Erde mit. Und das Ganze schaut ihr euch an. So, jetzt meine Karre. Die muss unbedingt hoch. Dann hier sind einige von den jungen Pflanzen, das sind die Physalis. Damit kann ich nichts mehr anfangen, nochmal Physalis. Dann habe ich hier ganzen Schwung Chilis noch pikiert gehabt, kann ich auch nichts mit anfangen. Ja, das ist ein bisschen was davon. Und hier hinten, hier habe ich noch Melonen, mit denen kann ich auch nichts anfangen. Die kommen auch mit weg. Hier oben sind Auberginen, die kommen dann auch mit weg. Und hier unten sind noch ein paar Kohlpflanzen zwischen, die kommen auch mit weg. Endlich. Ja, was habe ich denn noch, was weg kann? Und hier haben wir auch noch mal einen ganzen Schwung Paprikas. Hier habe ich aber gesehen, sind auch schon so kleine Früchte dran. Die werde ich mir wohl einfach abmachen und in die Pfanne reinhauen. Die ersten Früchte, Königsblüten, die da nicht ausgekniffen waren. Dann ja, sind hier einige Tomatenpflanzen. Vieles noch hier so in der Größe. Wahrscheinlich auch so 40, 50 Stück hier drüben. Das Buch hat hier alles voll. Höchste Zeit, dass der Mist jetzt rauskommt. Ja, und hier natürlich auch wieder so Überbleibsel. Grüner Mangold ohne Ende hier, kommt, kann alles weg. Dann, die werde ich mir noch rausholen. Das sind Johannesbrotkernbäume. Die drei werde ich mir noch rausholen. Hier, jede Menge Gurken kann mit weg. Dann habe ich hier Knollensellerie, kann auch weg. Alles unpikiert. Zu viel einfach, dann war hier wieder Gurke und hier drüben Chilis ohne Ende, da eine Sorte, hier und hier vorne Chilis, Paprikas, ich weiß nicht, ich glaube insgesamt knapp 20 Capsicums, der ganze Kram hier, das muss dann auch alles raus, das kommt nicht auf den Kompost, das muss der Doc dann alles schnell mal mit rausziehen hier, höchste Zeit, dass das gemacht wird. So, wollen wir mal sehen, was ich noch habe. Hier, jede Menge Eimer, die kommen dann auch mit hoch. Wenn wir da gerade hin wollen auch, dann können endlich mal die ganzen Eimer weg. Ich habe noch mehr Eimer hier. Da auch nochmal so ein Ding. Höchste Zeit, dass das alles wegkommt. Ja, und auch hier natürlich Eimer, die mit müssen da. Was ist da denn? Ach, so ein Hanfband, das kann auch mit auf den Kompost rauf. Und Eimer kommen natürlich mit. Wenn wir auf dem Rückweg gleich noch ein bisschen Erde mitbringen, dann in den ganzen Tomatengewusel hier. Habe ich doch tatsächlich 1, 2, 3 reife. 3 reife Tomaten gefunden. Tolle Aktion, die Kaktus-An-Challenge. So, mittlerweile hat mir natürlich das Wetter auch einen Strich durch die Rechnung gezogen. Es nieselt, regnet. Mittlerweile. Ich habe das alles so weit rausgeholt. Ist ein ganzer Haufen geworden. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Leider herzens auf so eine schöne Tomatenpflanze. Früchten. Aber ist nun mal so. Geht alles rauf auf den Kompass. Ich weiß gar nicht, wie viele Schubkarren. Übrigens, die eine volle Karre steht hier auch noch. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schubkarren das werden. Gebt ihr doch mal einfach einen Tipp ab. Und auf dem Rückweg, dann werden wir jeweils 3 Eimer, also 60 Liter dann pro Schubkarre Erde mit runternehmen. Ich hoffe, das werden nicht so viele Schubkarren. Ich tippe mal so auf 4 oder 5 Stück vielleicht. Na Jungs, packt es an!
Ja, soweit, so gut würde ich sagen. Und das Ganze, das steht jetzt alles dort. Also sind 4 Schubkarren geworden. Die sollen jetzt auf den Kompost. Und zwar sollen die da hinten ganz rüber. Und dann habe ich mir hier noch Eimer mitgenommen. Jeweils 23 Liter Eimer, also 60 Liter Erde, bringe ich dann mit runter. Ich würde aber sagen, wir treffen uns dann, wenn ich oben. Ja, ich bin jetzt angekommen hier beim Kompost. 50% der Arbeit ist getan. Jetzt geht das gleich nochmal nach unten. Mit ein bisschen Erde. Ich habe gesagt, wir machen die Eimer hier alle noch voll und nehmen uns pro Schubkarre 60 Liter mit nach unten. So, jetzt mal hier ein bisschen was an der Erde lockern. Das mache ich mir jetzt hier ein paar Eimerchen fertig. So, und das war mein Beitrag zur Pakistan-Challenge. Und ich denke, wir sehen uns gleich nochmal im Outro zur Nominierung. Ich fahre das jetzt alles runter noch. Dann würde ich sagen, bis gleich. Dann kommen wir jetzt zu den gemütlichen Teilen von der ganzen Aktion. Ich darf 3 Kanäle auswählen, die das nächste Video für euch machen. Und das ist zum einen der Daniel 25. Pack es an. Dann ist das Lückes Chaos Garten Number 1. Lücke, pack es an. Und dann ist das Bennys Selbstversorgergärten. Der Kanal ist leider nicht mehr da. Deswegen kommt Steffen in der Ukraine, Steffens Gemüsegarten. Pack es an. Ich bin raus.